Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Final Fantasy 15. So, wie fand's unsere Nebenaufgabe? Zum Dave, glaube ich, heißt er. 350 Meter weg. Mal gucken, was wir da noch erledigen können. Oh ne, ist doch ein anderes Ding gewesen, okay. Schauen, es war ziemlich weit oben auf der Karte. Das Fragezeichen, das habt ihr bestimmt in der letzten Folge auch gesehen. Da fahren wir jetzt hin. Ich muss jetzt irgendwo mal schauen. Tuning, Individualisierung, Hammerhead. Okay, müssen wir uns merken. Ganz schön weiter Weg. Bremst ihr denn so, Mensch? Bremsbeläge auf. Okay, Benzinstand ist noch gut. Das nächste Mal, glaube ich, müssen wir dann wieder tanken, bevor wir das hier, Ding hier abschleppen lassen müssen. 1 Kilometer. Okay. Bald da. Also nach der Anzeige oben müssten wir bald da sein. Dieser Wahnsinn, der braucht bald einen halben Tank, ey, wieder einmal fahren. Vielleicht können wir das Audio ein bisschen tunen oder sowas, dass vielleicht mehr in den Tank reingeht oder einen größeren Tank einbauen. Ich weiß es nicht. Müssen wir mal schauen. Oder? Hier gibt es keine Tankstelle. Nee. Jetzt sind wir eh gleich da. Was sind das hier? Skorpione oder was sind das? Ich bin ja gespannt, was hier Maximallevel ist in dem Spiel. So. Sind wir jetzt dann mal da hier oder nicht? Okay, wir sind da. Gut. Bald fast einen halben Tank verbraucht. So, okay. Schauen wir mal, was ist hier? Interagieren. Wildtierpeilsender, Pfoten weg. Okay, dann machen wir mal die Pfoten weg. So, Aufgabe. Tag. Falls ihr zufällig in die Richtung unterwegs seid, es gibt wieder Infos zu Erkennungsmarken. Staub zu Staub. Erkennungsmarke finden. Gut. Ich habe den falschen Knopf drücke. Aufgaben. Staub zu Staub, Stufe 8. Okay, das wird schon ein bisschen heftiger werden dann. Aufgabe. Staub zu Staub ausgewählt. Okay. 418 Medi. Probieren wir das doch mal. Wahrscheinlich, wenn wir jetzt gegen die blöden Skorpione kämpfen müssen, die wir vorher beim Vorbeifahren gesehen haben. Tierblitz. Probieren. Okay. Ah, hier ist ein Zeltplatz. Da wären wir. Nee, wollen nicht zelten. Nicht, noch nicht. Noch nicht. Das ist voll, okay. Eis ist auch voll, habe ich vorher gesehen, aber wir können abbauen. Dann bauen wir doch gleich nochmal ab. Erzfund, Leute! Okay. Abgebaut.
hier. Noch was? Ah, da. Okay. Was ist denn das für ein Bunker hier? Schauen wir noch mal rein, vielleicht ist da irgendwas Schönes drin. Nein, ist gar nichts. Boah, was ist denn das für Giraffen da, Mensch? Wolkenlos. Ja, stimmt. So, okay. Hier müssen irgendwo die Erkennungsmarken sein. Erkennungsmarken finden. Ne? Ganz schön großer Radius hier. Ich denke mal, die werden bestimmt dahin. Ach, du Scheiße. Lust auf etwas Leibesertüchtigung? Sowas höre ich gern. Haufen Fischer. Ich bin dabei. Stellungen. Warten. Okay, das ist Stufe 3. Was sind die anfällig? Okay, Speer und Blitz. Die Jagdsaison ist eröffnet. Okay, schon erledigt. Yep. Aber die bleiben in dem Levelbereich. Weniger herausfordernd als. Naja, brauchen wir einen Bruchpunkt oder so. Brillant. Oh, der Stufe. Ist jetzt Stufe 9, okay. Jetzt schon ein bisschen heftiger. Aber wir geben dir jetzt mal einen Blitz. Scheiße, das regt mich. Das nervt mich schon ein bisschen hier. Ist okay? Ja. Was ist denn der Gladius? Wie sieht's da drüben aus? Mach mal hier, mach mal Mensch, mach mal was Mensch. Sauber! Kein Problem. Bam. Läuft doch. Energie auffüllen und ran da, komm. Nacht, ich brauche Hilfe! Okay! Brauchst du Hilfe, Mensch? Okay. Kinderleicht. Gut, das war's. Muss ich sagen. Dann müssen wir mal schauen, ob wir die blöde Marke finden. Aufheben. Eine Marke. Okay. Wir sollten sie Dave bringen. So, zurück zu Dave, würde ich sagen. Dann müssen wir mal schauen, ob ich irgendwo einen Händler finde, weil ich will mal ein paar Heiltränke und so kaufen.
Man weiß ja nie, was noch kommt. Dass wir auch schon schön für den Kampf gerüstet sind. So voll, okay. Ha, wir sind da. Haben jetzt 157 benötigt, werden noch 569. Okay. Tanken kann man hier nicht, gell, irgendwo. Ja, warte mal, was ist denn das hier? Was ist denn das für ein Händler? Waffenhändler. Nee, Waffen kaufen wir jetzt noch nicht. Ich könnte Gewürze gebrauchen. Sehr schön. Eure Mühen haben sich ausgezahlt. Und eine rastlose Seele findet endlich Frieden. Ah, okay. Es gab gute P. Megatrank, was ist das? Megatrank. Mega Phoenix, Megatrank. Halt die aktuellen LP aller Gruppenmitglieder vollständig. Aha, okay. Sehr gut. So, das heißt, wir gehen jetzt aber rasten. Weil wir dann nämlich ein Level aufsteigen müssten. Zelten. Schlafen unterm Sternenhimmel. So, machst du hier Pommes? 12 Mal bräuchte es oder was? Ach nee, komm. Mach Reis. Ja, Baby. Stufe 9. Sehr gut. Die schaut doch gut aus. Nehmen wir das mal speichern. Yep. Schaut doch gut aus. Yep. Das Timing prompto. Ja. So, jetzt würde ich sagen, fahren wir nach Hammerhead. Jetzt fahren wir wie unsere Väter damals durch die Welt. Sogar das Auto ist dasselbe. Ob der König und sein Gefolge so gut feiern konnten wie wir? Schwer vorstellbar. Bei dem Spaß, den wir haben. Außerdem steckten sie mitten im Krieg. Feiern geht anders. Ja, Krieg ist eine echte Spaßbremse. Quatsch, die hatten die Zeit ihres Lebens. Sonst hätte Vater diesen Trip nie organisiert. Von nach Hammerhead und dann würde ich sagen, schauen wir mal, ob wir das Auto irgendwie tunen können. Vorher hatte ich da was gelesen. Geschäft. Verkaufen wir erstmal. Und zwar, hier haben wir ja schon einiges wieder drin. Yep. 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 Okay, was haben wir hier noch? Hier haben wir noch irgendwie ein Titanenreif. Was kriegen wir denn dafür? Sternanhänger, der war nicht so gut, gell? Ich würde sagen, den verkaufen wir auch. So Kasse klingelt hier. Titanenreif. Yep. Ach, können nicht. Ah, okay, er sagt mir das praktisch, dass es ausgerüstet ist. Okay. Bronzereif, ist sie ausgerüstet? Okay. Was haben wir hier? Motoklinge, Dolche, Handfeuerwaffe, das brauchen wir alles. Die verkaufen wir sowieso nicht. Wir schauen aber, ob wir kaufen können. Sehr gut, wir können kaufen. Und zwar Heiltränke.
Kaufen wir mal. Das sind 500. Ne, so verkaufen wir nicht. Kaufen wir mal 5 von denen. Ja. Supertrank. Haben wir 10. Was haben wir hier? Elixier. Halt LPM vollständig, das LP-Maximum zur Hälfte. Gegengift. Das werden wir jetzt auf jeden Fall mal kaufen. Ist, glaube ich, nie verkehrt, wenn man sowas hat. Yep. Phönixfeder haben wir 2. Das reicht erstmal. Super Elixier. Elixier hat er zur Hälfte. Ne, das reicht erstmal, würde ich sagen. Und dann fahren wir auf der Karte nach Hammerhead. Genau. Bäm. Direkt zum Ziel reisen. Yep. Warum sie sich anschauen? Ich hoffe mal, dass der Tank da nicht leer ist. Stimmt, da ist was dran. Das müsste eigentlich reichen. Wir tanken auf jeden Fall gleich voll. So. Wer will was essen? Ich hab gar gegessen. Schauen wir mal tanken. Volltanken, yep. Voll die Huddel hier. So. Mach sauber. Car Wash. Jetzt glänzt der Wagen wieder wie neu. Tank ist wieder voll. Schließen. Okay. Ach. Die sagt ja, man kann jetzt hier irgendwie tunen oder irgendwie sowas, oder? Aufheben. Phönixfeder. Kann ich irgendwas machen? Quatsch mal mit dir. Ach, fast vergessen. Ich wollte euch ja noch fragen, ob ihr den Regalia tunen möchtet. Was ist denn Wartung? Ja, braucht man dann keine Wartung, okay. Tuning. Was Karosserie, darf sein? Innenraum, Felgen? Karosserie. Sucht euch eine Farbe aus. Elfenbein? Ne, wie sieht es aus? Oh, geil. Kostet nichts, oder was? Geil, weiß ich, sieht auf jeden Fall geiler aus. Innenraum. Welche Farbe möchtet ihr für die Sitze? Dunkelrot. Ne. Das sieht geil aus. Orchidee. Tiefsee, Waldgrün. Walnuss. Dunkelrot. Ne, das sieht geil aus. Okay. Moosbeere. Yep. Felgen. Und? Was ist mit den Felgen? Das sieht geil aus. Okay. Sehr schön. Was gibt's hier noch? Nicht mehr. Bestätigen. Bist du dir sicher? Yep. Den Rest übernehme ich. Was sonst ist, dann nehmen wir doch mit. Und? Entspricht das euren Vorstellungen?
Geil, kann man Autotune sogar. Sehr geil. Sehr geil. So, was hat denn der hier? Was hat denn der hier? Einkaufen. Hallöchen. Kaufen. Ja, das gleiche Zeug, wie ich im Ding kaufen kann, gell? Verkaufen kann ich eigentlich nichts groß, gell? Ich habe eigentlich alles verkauft. Da verkaufen wir auf jeden Da kann man Zeug kaufen. Dann kaufen wir doch ein bisschen was. Zack, hier. Ich hab verkauft statt kaufen. Mei. Kaufen. Okay, dann. Kaufen kann man. Okay. Invent 50. Yep. Paprika haben wir noch. Fongo. Kaufen wir das mal, weil dann kann er bestimmt neues Zeug bauen. Schafsmilch. 20. Okay, und hier haben wir noch Pökelfleisch. Kaufen wir auch mal 10, würde ich sagen. Yep. Schinken. Yep. Was haben wir hier noch? Dann kaufen wir hier noch mal ein bisschen was. Da haben wir genug Kohle. Okay. Hier kaufen wir auch noch ein bisschen was. Okay, würde ich sagen. Sehr gut. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Das ist es. Was hast du, Ignis? Genau, jetzt hat er nämlich Zutaten. Oh, da freue ich mich. Und wenn er gewisse Zutaten hat, dann kann er anderes Zeug machen. Das heißt, er steigt in der Stufe wahrscheinlich auch wieder auf. So. Würde ich sagen, schau mal, ob die neue Aufträge haben, Jagdaufträge oder sowas. Ach, ja, Entschuldigung. Du bist es wieder. Was möchtet ihr wissen? Ja, was Neues gibt. Oh, okay. Okay, neue Sammelstellen auf jeden Fall. Speisekarte brauchen wir nicht. Was hast du? Jagd? Was Neues? Unsere Jagdziele. Stufe 15 ist so toll. Okay, Leute. Passt bloß auf da draußen. Ich würde sagen, unsere Karre ist voll. Wir fahren jetzt zu Dino. Und machen jetzt da weiter. Vielleicht kommen wir dann auch ins nächste Kapitel. So, automatisches Fahren. Wir wollen. Wo wollen wir denn hin? Wir wollen hier runter, oder? Genau, wir wollen zum Galdinkai. Genau, Karte. Wir wollen hier runter. Direkt zum Zielreisen. Ja, machen wir das mal. Brauchen wir uns das jetzt nicht anschauen. Yep. Aber so eine kurze Ladesequenz. Ich glaube, dass die Ladesequenz kürzer ist wie die Fahrt dorthin. Erst mit einer Pause. Ja, jetzt schauen wir erstmal jetzt. Würde ich sagen, tanken wir erstmal die Karre auf. Gleich wieder. Tanken. Okay, ich muss nicht tanken. Sehr gut. Fisch konnten wir gar nicht kaufen jetzt, oder? Konnten wir Fisch kaufen? Habt ihr da was gesehen? Weil da brauche ich die scheiß Angel nicht machen. Das gebe ich eh auf den Sack. Die Atmosphäre hier. Der Wind ist sehr angenehm. Ich muss schon sagen, gar nicht so übel hier am Meer. Ach stimmt. Du warst ja eigentlich noch nie so richtig am Meer. Metallsplitter, okay.
Wasser sieht echt komisch aus. Das ist eigentlich nur eine türkise Fläche, wenn ich. Das hätten sie mal ein bisschen schöner machen können. Da haben sie nicht so viel Mühe gegeben, muss ich sagen. Aber egal. Willkommen am Galdin Kai. So. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt die Überfahrt. Also ich konnte sie ja eigentlich schon machen. Ich hoffe, dass es jetzt immer noch geht. Dass wir jetzt die Überfahrt machen können auf die, Ich glaube, da hinten auf die Insel, glaube ich, ist das sogar. Schauen wir mal. Was eure Überfahrt betrifft, ich bin am Ball. Das bin ich euch schuldig. Der Stein ist echt klasse. Sieht auch gut aus momentan. Wenn ihr soweit seid. Ich bin soweit. Einfach. Wer hätte gedacht, dass dieser windige Kerl... Na, ja. Habt ihr schon gepackt? Okay, wenn du fortfährst, kannst du fürs Erste nicht mehr umkehren. Bist du dir sicher? Das war ja das, wo mich zum Anfang nicht... gefahren bin, weil ich noch ein bisschen was erledigen wollte. Aber ich würde sagen, wir fahren jetzt da trotzdem mal rüber. Vielleicht können wir dann später umkehren wieder. Oder hier wieder zurück. Okay, Leute. Ich würde sagen, ja. Mensch, seid ihr fix? Das Schiff ist morgen. Haut euch eine Runde im Hotel auf. Das ist wahnsinnig. Jeder in das Hotel. Viel zu teuer, Mage. 5000 Gil. Eine Überdachtung. Klingt gut. Ihr schlaft im Wohnwagen, Leute. Okay, weiter. Die Küstenwiege. Weiter. Da machen wir ein schönes Foto. Speichern, ja. Speichern wir auch mal. Wir speichern jetzt mal alle ab, glaube ich. Okay. Königliches Insomnia. Ich glaube, der hat Noctis Vater umgebracht. Ich glaube, das war sogar der Vater. Es war der Vater von ihm. Oder hat nur geträumt? Ich weiß es nicht. Oh. Noct. Wo ist Ignis? Sollte bald zurück sein. Schlechte Nachrichten. Was ist? Es steht auch in den Zeitungen. Was denn? Insomnia. In Trümmern. Hä? Soll das ein Witz sein? Ich erkläre dir alles. Beruhig dich. Ich bin die Ruhe selbst, Mann! Es gab einen Angriff. Die Armee des Imperiums hat die Königsstadt eingenommen. Während der Unterzeichnung gab es Explosionen. Als sich der Rauch über der Zitadelle legte, fand man den König.
Sein Vater ist tot. Nein, das ist nicht... Uns wurde es nicht gesagt. Was wurde euch nicht gesagt? Dass die Unterzeichnung gestern war. Dass Insomnia... Warum hat Vater uns dann nach Altissia... Das weiß ich nicht. Aber alle Zeitungen berichten vom Angriff. Sie können sich unmöglich alle irren. Puh, alles Lügen. Ja, hoffentlich. Was wissen wir sonst? Dann müssen wir uns selbst von der Lage überzeugen. Und das heißt, zurück nach Insomnia. Dort sind wir aber nicht sicher. Das sind wir hier doch auch nicht. Nacht? Wir gehen. Whoops. Als die Freunde die Überfahrt nach Altissia warteten, erreichte sie eine schreckliche Kunde. Die Hauptstadt soll gefallen sein, der König ist tot. So behaupten es zumindest die Nachrichten. Doch sind die Berichte wirklich wahr? Die vier beschließen, nach Insomnia zurückzukehren, um sich mit eigenen Augen zu überzeugen. Okay. Schlechte Vorboten. Nach Insomnia begeben. Ich hoffe, es geht allen gut. Dann träum mal schön weiter. Verlier nicht die Hoffnung. Wieso? Kann Hoffnung imperiale Schlachtkreuzer aufhalten? Jetzt beruhig dich. Mein Vater hatte Hoffnung für zwei. Genug. Niflheim hat gelogen. Sie haben uns verraten. Spekulationen bringen uns nichts. Wir brauchen Gewissheit. Gewiss sind einzig die Lügen. Oh, was ist da los? Waffenstillstand. Klingt schon Kriegsschiffe hier. Da oben herrscht auch reger Verkehr. Imperiale Luftschiffe. Damit transportieren sie ME. Magitek-Infanterie. Okay, die Robokrieger? Korrekt. Es sind massenproduzierte Tötungsmaschinen. Da geht er hin. Der Frieden. Seht doch! Die Hauptstadt ist abgeriegelt. Das wird so nichts. Lasst uns eine Ausweichroute nehmen. Ist ein Hügel, von dem aus man Insomnia sehen kann. Okay, Leute, wenn es euch bis jetzt gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Oder auch ein Abo. Ich würde mich sehr, sehr drüber freuen. Und dann würde ich sagen, schauen wir aber erst in der nächsten Folge, wie es hier weitergeht. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß auf meinem Kanal. Schaut auch ruhig die anderen Let's Plays an. Würde ich mich auch sehr freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, Servus, euer Andi.